Wir sind jetzt Luftlinie ca. 15 Kilometer vom Reaktor entfernt und hoffen, dass jetzt noch ganz viele andere lustige Signs kommen, die uns den Weltuntergang ankündigen. Wir sind jetzt relativ nahe dran, was man sich denken kann, wenn man hier den ersten Sievert-Messscheiß findet. 0,637 Mikrosievert pro Stunde. Ist gar nicht mal so krass, wenn ich mich nicht täusche, ich jetzt mal so dreimal über dem, was wir daheim abkriegen, aber es ist ja noch ein Stückchen. So, man merkt es langsam wirklich. Läden alle dicht. Fenster kaputt. Ja, da stand auch gerade, dass man da nicht rein darf. Wieder alles kaputt hier. Hier drüben. In 300 Meter, turn right. Also ja, man merkt durchaus, hier ist ein bisschen Ebbe. Ja, ist jetzt nicht mehr so viel mit Party und so. Hier ist gerade Sonntag. Aber Hauptsache, die haben hier noch funktionierende... Wow, da vorne ein Auto, Junge. Oh mein Gott. Wir sind jetzt seit ungefähr, wir fahren jetzt hier seit 10 Minuten circa durch und haben kein Auto gesehen bislang. So. Wir sind jetzt 10 Kilometer vom Reaktor entfernt. Wir hatten gerade übrigens Besuch von der Polizei. Ja, die dachte sich, ja, da kommen schon wieder so komische Ausländer vorbei. Wir denken uns nichts, fahren da so gerade irgendwie so verlassenes Firmengelände, weil hier halt alles verlassen ist. Ich meine, die riesige Anlagen und da ist nichts mehr, da ist keine Menschenseele. Wir meinten, ja, sollten wir aufpassen halt. Und das war es dann auch schon. Wollte nicht mal Führer sein. Ja. Also, als Ausländer, wir stellen fest, kannst du ohne Führerschein auch Auto fahren. So, dann schauen wir uns mehr an. Ich finde das hier wirklich sehr belebt. Weil es ist halt wirklich nichts mehr hier. Wie man in der Stadt gesehen hat, ist es halt echt alles runtergekommen. Nach 5 Jahren. Es ist nämlich sogar wieder erlaubt, ich glaube bald. Ist jetzt schon wieder erlaubt in der grünen Zone? Ja, ich meine, die einzige Frage ist halt, wollt ihr hier leben, wenn ihr wisst, dass alles im Arsch ist, wenn keine Sau da ist und nachts die Gule kommen? Dann bringt es halt nichts dazu, wo man auslöst, ein bisschen Fallout-Lifestyle. So, es sieht hier richtig geil aus. Kevin, was hältst denn du davon? Wunderschön hier. Ich glaube, man merkt, dass die Scheiße hier von einem Erdbeben gerettet wurde. Also, der kamerainterne Geigerzähler, der schlägt langsam ein bisschen aus. Schaut euch das an. Hier ist halt alles eingekracht. Apropos, schon erwähnt, dass heute Weihnachten ist. Hier sind halt Originalhäuser mit eingebrochenen Wänden. Alter, dieser Baumstamm. Alter, könnt euch das hier, ist perfekt, der Baumstamm im Dings. Hier geht ein angenehmer Smell raus. Na, oben liegen noch die Leichen. Also bist du drin hier nichts mehr aus der Gabel. Gabeln, Junge. Und das mal ein bisschen. Ich meine, ich. Der einzige Gedanke, den ich gerade habe, ist. Das ist ein Wasabi-Päckchen. Ah, geil.
Radioaktiver Wasabi. Jetzt wissen wir, warum er grün ist. Ich würde hier ziemlich gern reingehen, aber wie man da hinten gesehen hat, ich glaube, das könnte nicht so ganz gut ausgehen, wenn man in den ersten Stock hochgeht, und man muss in den ersten Stock hochgehen, weil unten ist halt wirklich gar nichts mehr. Das hinterlässt schon Sand im Pack hier. Vielleicht findet man ja noch so ein paar aufgebrochene. Hey, wie wär's denn da drüben? Das sieht gut aus. Das Haus sieht noch generell ein bisschen robuster aus. Irgendwie tut es mir schon von Herzen weh, dir und Felix enttäuschen zu müssen, dass wir da drüben waren. Ja. Also, ich hätte schon einmal gesagt, dann gehen wir jetzt rein, weil das ist für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft, meine Freunde. Das ist übrigens Verstrahlung, die an unserer geistigen Behinderung schuld ist. Also Autounfall, Gehirnerschütterung so, und die Strahlung, die nutzt jetzt dieses Leck in unserem Kopf, um uns mit Down-Syndrom zu füllen und Autismus. Also ich denke mal, wir waren hier nicht die Ersten, die sich gedacht haben, lass mal in so ein Haus reingehen, weil okay, hier steht, man darf da nicht reingehen. Das ist doof. Nicht so, dass ich das Haus. Also ich würde da schon wohnen. Wenn es noch ganz her. Ja. Also stehen da Dinger im Regal. Ja. Wie seid ihr noch niemand mitgenommen? Ich würde mich ziemlich freuen, ein Haus vorzufinden, das nicht aussieht, als wäre es geradet. Ich muss sagen, aus der Ferne sah das hier alles noch relativ normal aus. Aber je näher man rangeht, desto stärker merkt man, dass hier doch irgendwie alles im Arsch ist. Was ich aber interessant finde, dass es in Fallout nach 200 Jahren noch funktionstüchtige Häuser gibt. Und hier gibt es nichts nach 5 Jahren. Also in diesem Sinne, Bethesda, denkt ja mal drüber nach. Die sind schon noch funktionstüchtig. Ja, so. Aber die sehen dann doch meistens schon besser aus, die wo du reingehen kannst, ohne mit Ladescreen. Ja, vielleicht sind da Leute, schau dir das an. Das? Ja. Boah. Dann sind noch erst 5 Jahre vergangen. Ja, ja, bevor du Bethesda da mal hier sagst, dass die nichts können. Los mit dir, Todd Howard hat dich nicht mehr lieb jetzt. Ich weiß nicht, ob die Baustelle noch fertig machen. So, ich würde mir jetzt noch die Gleise anschauen. Okay, wer unser Kooperationspartner sein will, der soll uns Bescheid sagen. Wir besorgen hier die Eisenbahnschienen, schicken sie euch nach Germany und ihr vertickt sie weiter. Gehört, das ist ein lukratives Geschäft. Erst nicht, weil wir uns sicher 3.000 Euro Versand zahlen von hier nach Deutschland. Nö, sicher nicht. So ein Meter Schiene hat auch sicher nicht irgendwie so 200 Kilo oder so. Den Zoll interessiert das sicher auch nicht. Was ist da drin? Eisenbahnschiene. Okay. Hier, wunderschön, Eisenbahnschienen. Sieht ja eigentlich noch ganz okay aus. Sind jetzt nicht schlimmer als das bei uns. Ne? Ich meine, es sieht halt hier so da hinten so nicht so ganz fertig funktionsdingsig aus. Boah, aber muss ja nicht sein. Man lebt ja gerne gefährlich. Die geht jetzt Gleise entlang.